Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir haben letzte Folge den Goldklamm erobert und noch ein paar Dromigatoren getötet. Und jetzt gehen wir zurück und versuchen, das Vertrauen dieses eines Typen da zu bekommen. Damit wir endlich zur Sternenen Wacht dürfen, um zu gucken, ob da die Enterprise drin ist oder nicht. So, jetzt müssen wir erstmal diesen weiten Marsch bis zur weißen Felsfront machen. Und da hinten leuchtet irgendwas ganz komisch. So, der steht am das ist der Turm. Da kann ich in eine kleine Abkürzung. So, und da sind wir schon drin. Dann jetzt hier rein und dann geben wir das ganze Zeug mal ab. So, du hast also Dromigatoren erlegt. Ich kann mir natürlich denken, was du damit bezweckst. Nichtsdestotrotz war es eine gute Tat, die durchaus Mut erfordert. Ich werde dafür sorgen, dass Drillemont davon erfährt. Du musst jedoch verstehen, dass wir hier niemanden leichtfertig vertrauen können. Zu viel steht auf dem Spiel. Die Rückeroberung der Sternenmacht. Macht. Und zu oft wurden wir schon verraten. Das ist natürlich doof. War deine Jagd erfolgreich? Die Ritter starren schon ganz gierig auf meine Schenkel, als wollten sie sich jeden Moment auf mich stürzen. Da läuft einem ja gleich das Wasser im Munde zusammen. Ich bereite das Fleisch sofort zu. Einen Moment. Kannst du die Olmsteaks an die hungrigsten Ritter verteilen? Das lauteste Markknurren höre ich hier aus dem Speisesaal und aus dem Obergeschoss über uns. Okay. Sprich, Bursche, was hast du mit dem Koch ausgeheckt? Hast du etwa auf unsere ohnehin schon knappen Vorräte abgesehen? Nee, hier ist was zu essen. Oh, aber hallo, schmeckt das köstlich. Jetzt fühle ich mich, als könnte ich Bäume ausreißen oder Drachen mit bloßen Händen erwürgen. Ja, viel Spaß. Habe ich einen Kohldampf? Kriege ich noch einmal etwas Anständiges zu essen, bevor ich wieder draußen in die Kälte gegen die Drachen kämpfe? Fleisch! Ich werde nicht mehr. Halone segne dich, mein Freund. Das ist das Großartigste, was mir seit langem widerfährt. Schön. Und jetzt hier oben auch noch jemanden? Jo, dem da. Wie soll man das tägliche harte Training durchhalten, wenn man nicht einmal was Anstiegiges zwischen die Zähne bekommt. Danke, das ist wirklich nett von dir. Endlich zeigt sich jemand mal erkenntlich dafür, dass die Ritter der Familie durch und da hier ihre Köpfe für die anderen Häuser hinhalten. So, und jetzt noch hier oben. Habe ich mich nicht klar und deutlich ausgedrückt? Ich gedenke nicht, deinen wilden Geschichten Glauben zu schenken oder dir Zugang zu steinerner Macht zu gewähren. Außer meinen Augen, Fremder. Ein Brief an mich? Zeig her. Die Häuser von Thon und Linnea empfehlen, die Kampfkraft Ischgards durch die Anstellung von Abenteurern und Söldnern zu erhöhen. Lächerlich. Das Haus Linnea hat schon zur Genüge bewiesen, dass es keine Ahnung von Strategie und Taktik hat. Hätten sie die Scharne Wacht gehalten, wäre es ihre Pflicht, wie es ihre Pflicht war, dann wäre das Haus Durandé heute nicht in dieser misslichen Lage. Was Ischgard braucht, sind Mut, Ehre, Loyalität und felsenfeste Prinzipien. Abenteurer und Söldner würden die Tugenden unserer Ritter nur untergraben. Der Brief war ein netter Versuch, mich umzustimmen, aber darauf falle ich nicht herein. Hinfort. Das ist ja doof. Gut, dann der Rest ist wahrscheinlich wieder unten. So, erstmal zu dir. Baron Drillemont hat dich zurückgewiesen? Es war ja kaum zu überhören. Nun ja, das war leider zu erwarten. Seit das Haus Helinaire die Steine Wacht und die Stelle in der Wacht verloren hat, blickten die anderen Familien abfällig auf uns herab. Deshalb stoßen unsere Vorschläge bei der Familie Durandé stets auf taube Ohren. Es steht nur zu befürchten, dass die Familie Durandé ohne Unterstützung mit der Rückeroberung überfordert sein könnte. Wir müssen unsere Kräfte vereinen, bevor die Drachen unsere inneren Konflikte ausnutzen.
Nun, es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte, vor Drillemont einen guten Eindruck zu hinterlassen. Aber mach nur weiter so. Früher oder später wirst du ihn überzeugen. Da bin ich mir ganz sicher. So, dann noch zu dir. Puh, da ist mir mal ein Stein vom Herzen gefallen. Ich dachte schon, die Ritter gehen vor Hunger auf die Barrikaden. Aber jetzt sind wieder alle gut gelaunt. Es ist erstaunlich, wie gutes Essen die Moral stärkt. Hier, eine Portion ist noch übrig. Kannst du sie bitte zu Setona ins Hospital bringen? So rührend, wie sie sich andauernd um die Verwundeten kümmert, hat sie sich eine ordentliche Mahlzeit verdient. Gut, ich bring's mal rüber. Ah, das ist ja oben. Stimmt. Ne, dann anscheinend hier oben. Ah, da ist ja. Die Liebenden. Ach, nee, das war sie nicht. Das arme Mädchen, es tut mir so leid. Ich werde die Quest nicht annehmen. Nein! So. Ich habe ja gesagt, ich mache erst nur die Hauptquest. Die ganzen Nebenquests machen wir irgendwann später. Entschuldige, aber bitte lenk mich nicht ab. Ich muss mich auf die Behandlung konzentrieren. Und das fällt mir mit leerem Magen schon schwer genug. Für mich? Wie aufmerksam von dir. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Das schmeckt köstlich und gibt mir neue Kraft für meine Arbeit. Vielen Dank. Und dafür bekommen wir Gulasch oder Ritterbrot. Warum isst du denn nicht selber? Unfassbar. So, Sid. Ein mächtiger Feind. Auf ein Wort, Tero. Ich bin es leid, hier tatenlos herumzustehen und möchte mich irgendwie nützlich machen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen neuen Destillierapparat für das Hospital zu konstruieren. Es ist schon seltsam, dass ich genau weiß, wie ein solcher Apparat aufgebaut ist und mich trotzdem kaum an meine Vergangenheit erinnere. Vielleicht hilft die praktische Arbeit ja mein Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge. Um den Destillierkolben fertigzustellen, brauche ich noch 6 Eis-Hexagon-Essenzen. Kannst du sie mir bitte besorgen? Mit den Essenzen kann ich einen Kälteschutz konstruieren, der den Betrieb des Destillierkolbens selbst in der eisigen Umgebung ermöglicht. Das mag dir widersprüchlich erscheinen, doch ich werde dir beweisen, dass es funktioniert. Okay, dann suchen wir eben mal Eishexagone. So, dann müssen wir hier raus. So, Eishexagon stirbt. So, das ist das nächste. Gut, Ifrit macht das Ding schon fertig. So, 3 haben wir schon, 3 brauchen wir noch. Davon sind auch schon 2 Stück.
So. Eines noch. Ach, da fällt mir ein. Habe ich einen neuen Begleiter? Ein schwarzes Chocobo-Küken. So. Das wäre erledigt. Dann bringen wir das Zeug nochmal zu Sid. So. Hast du die Essenz, um die ich dich gebeten habe? Jo. Was für ein faszinierendes Gerät. Das soll ein Destillierapparat sein. Es sieht so seltsam aus. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Maschine funktionieren soll. Aber sie sieht sehr beeindruckend aus. Wenn dieser Apparat tatsächlich so effektiv ist, wie unser Gast behauptet, wird er unsere Arbeit stark vereinfachen. Denkt nur an die Medikamente, die wir damit herstellen können und an die Leben, die wir damit retten werden. Ja, wohl wahr. Hütet euch vor den Verlockungen dieser Fremden, denn sie sprechen mit gespaltener Zunge. Sie wollen euch in Versuchung führen, um euer Vertrauen zu schleichen. Doch bedenkt, dass sie sich gegen die Inquisition gestellt und einen mutmaßlichen Heretiker verteidigt haben. Wirklich? Halone sei Dank, Inquisitor, dass ihr gerade noch rechtzeitig erschienen seid, um uns zu warnen. Wir standen kurz davor, uns von diesen Ungläubigen einwickeln zu lassen. Warum ist der bloß auf Assassin drauf, uns Steine in den Weg zu legen? Was haben wir ihm getan? War es so schlimm, dass wir Ritter Frenzel verteidigt haben? Ich fürchte, wir haben uns einen mächtigen Feind gemacht. Sieht wohl so aus. Was nehmen wir denn für einen schönen Ring? Intelligenz und Willenskraft. Das ist eigentlich nicht mal schlecht. Inquisitor Guilmar oder so. Seit dem Vorfall mit dem Destillierapparat bin ich mir sicher, dass Inquisitor Guilmar alles in seiner Macht Stehende tun wird, um das Misstrauen der Ritter gegen uns zu schüren. Solange er uns im Weg steht, haben wir mit unserer Suche wenig Hoffnung auf Erfolg. Wir sollten mehr über ihn in Erfahrung bringen. Hör dich doch einmal bei den Leuten hier um. Vielleicht findest du heraus, welche Pläne der feine Herr Inquisitor tatsächlich verfolgt. Beratschlage dich dann draußen im Hof mit Alfino. Er ist ein schlauer Bursche und hat sicher eine Idee, wie wir die Informationen über Guilmar gegen ihn verwenden können. Das werde ich tun. Wie gesagt, wir sollten ihn einfach ausschalten. Inquisitor Guilmar? Ja, natürlich kenne ich ihn. Allerdings habe ich ihn nur ganz kurz persönlich getroffen, und zwar vor einigen Monaten bei seiner Ankunft an der Weißfelsfront. Meine Erinnerung ist etwas schwammig, aber ich weiß noch, dass in jener Nacht ein beißender Schneesturm tobte und ich zur Nachtwache eingeteilt war. Plötzlich bemerkte ich vor dem Osttor im schwachen Schein der Feuerschein eine Gestalt. Ich ging hinaus, um nachzusehen, wer sich dort zu so später Stunde herumtreibt, und stieß auf den Inquisitor, der gerade angekommen war. Vor Überraschung musste ich unachtsam geworden sein, denn ich rutschte aus und verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, waren einige Tage verstrichen und ich lag hier in diesem Bett. Inquisitor Guilmar hat mich ins Hospital getragen und mir dadurch das Leben gerettet. Hoffentlich kann ich mich bei ihm bedanken, sobald ich wieder auf den Beinen bin. Aha. Wieso sollte ein Inquisitor mitten in der Nacht hier ankommen? Jetzt schnüffelst du also schon von, dem ehrenwerten Inquisitor Guilaim? Nenn mir ihn einfach Guili.
Hinterher, was auch immer du vorhast, denk ja nicht, dass ich mich für deine zwielichtigen Pläne einspannen lasse. Von mir erfährst du nichts. Das war ja nicht so erfolgreich. So. Seit Inquisitor Gulli bei uns ist, hat er zahlreiche Heretiker enttarnt und ihnen und ihrer gerechten Strafe zugeführt. Er arbeitet Tag und Nacht für die gerechte Sache. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass solch ein rechtschaffender und gläubiger Mann seine schützende Hand über uns hält. Aha. Die Heilige Inquisition untersteht direkt der päpstlichen Kurie. Damit besitzt sie eine unanfechtbare Autorität, obwohl sie nicht direkt zu den großen Ritterhäusern gehört. Mehr kann ich dir darüber nicht erzählen. Ich hätte mich wärmer anziehen sollen. Hierhin gehört, dass es kälter als ich erwartet hatte. Ich hatte gehofft, wir würden die Enterprise schneller finden, aber wir haben uns zu sehr in lokale Probleme verstricken lassen. Wir dürfen uns nicht länger von diesem intriganten Inquisitor aufhalten lassen. Er ist die letzte Hürde zwischen uns und unserem Ziel. Er ist zweifellos ein angesehener Mann, doch ich vermute stark, dass er eigene Pläne verfolgt. Warum sollte er uns sonst derart behindern wollen? Vielleicht können wir ihn irgendwie aus der Reserve locken. Ja, das wäre mal nicht schlecht. Das taugt leider nichts, dann nehmen wir das Geld. Eiskalte Wahrheit. Der Bericht des verschwundenen Ritters über die Ankunft des Inquisitors Gulli hat mir zu denken gegeben. Was hatte der Inquisitor vor, dem Osttor zu suchen? Er hätte von Westen kommen müssen. Und wenn wirklich ein Schneesturm tobte, wie der Ritter berichtet hat, dann ist es unwahrscheinlich, dass der Inquisitor das Westtor passierte, nur um sich dann vor dem Osttor die Beine zu vertreten. Das finde ich doch sehr verdächtig. Seit unserer Ankunft habe ich niemanden durch das Osttor kommen oder gehen sehen. Sieh dich doch dort mal um und erkunde die nähere Umgebung. Vielleicht findest du Hinweise darauf, was in jener stürmischen Nacht passiert ist. Okay. Aber stimmt, hier kann er gar nicht herkommen. Da ist ja eine Sackgasse. Dann hätte er von hier kommen müssen. Geht's hier runter? Oh, ja, hier geht es runter. Hä? Hoppla. So, was haben wir denn hier? Hallo? Das ist ein Drache. Das Modium. So, dann das Ding. Kommt mal alle zu mir hierher. Schön. So, weg mit dir. Gut, so, Schneehügel, was haben wir denn hier Schönes? Oh. Der tote Inquisitor.
Anscheinend haben wir hier einen Betrüger. Jetzt nur die Frage, wie kommen wir wieder hier hoch? Und vor allem, wer ist diese Person? Gefunden? Das sehe ich dir förmlich an. Na los, spann mich nicht so auf die Folter. Die päpstliche Erkennungsurkunde eines Inquisitors. Vermutlich hast du gerade die Bekanntschaft des echten Gullis gemacht. Wahrscheinlich wurde er bei seiner Ankunft direkt vor der Burgmauer ermordet. Unser Gulli hat dann seine Identität angenommen. Da er hier neu war und die Ritter nicht gewohnt sind, Inquisitoren in Frage zu stellen, dürfte seine Maskerade nicht allzu schwierig gewesen sein. Doch in dieser Urkunde halten wir einen handfesten Beweis für seinen Betrug in den Händen. Jetzt müssen wir nur noch seine wahre Identität aufdecken und seine Beweggründe herausfinden. Wir müssen schnell handeln, Tero, und ihn überführen, bevor er merkt, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Okay. Nun nehmen wir das Geld. Das Geheimnis jede Nacht. Wir wissen nur mit Sicherheit, dass Gulli ein Betrüger ist. Doch ich fürchte, die Urkunde allein wird nicht reichen, Baron Drillemont von der Wahrheit zu überzeugen. Schließlich ist er uns gegenüber ziemlich misstrauisch eingestellt, woran nicht einmal die Empfehlungsschreiben von zwei Ritterhäusern etwas ändern konnten. Wir brauchen weitere Beweise oder noch besser einen Zeugen. Wenn einer der Drillemont-Ritter unsere Anklage untermauern würden, hätten wir sicher bessere Chancen. Was hältst du davon, dem verwundeten Ritter Joelaut die Erkennungsurkunde zu zeigen und von unserer Vermutung zu erzählen? Vielleicht erinnert sich er dann genauer, was in der Nacht seines Unfalls passiert ist. Es kann natürlich sein, dass er dir nicht glaubt, aber ein Versuch ist es wert. Wir müssen alles tun, um die Enterprise zurückzubekommen. Zu viel hängt davon ab. Gut, hoffentlich glaubt er uns. Oh, wie komme ich zu dem Vergnügen dieses erneuten Besuchs? Inquisitor Gulli. Ein Betrüger? Mach dir nicht lächerlich, das ist völlig abwegig. Er ist ein Wächter des Glaubens und ein ergebener Diener der Kurie. Du musst dich einfach irren. Wenn du dir so sicher bist und mir nicht glaubst, dann sprich doch mit Ritterin Brunilla über deine Hirngespinste. Sie hielt in der Nacht meines Unfalls zusammen mit mir Wache. Gut, können wir machen. Du? Was willst du von mir? Ich hab dir nichts zu sagen. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Warum wedelst du mir mit diesem blutigen Papier vor der Nase herum? Damit habe ich nichts zu tun. Willst du mich etwa beschuldigen? Belästige mich nicht länger und verschwinde endlich. So, beschuldigen. Du weißt alles, nicht wahr? Es muss ja irgendwann ans Licht kommen. Ich stand dicht dahinter, Joelaut, als er verunglückte. Er ist keineswegs gestolpert, sondern wurde von einem Drachen zu Boden geschleudert. Ich zog mein Schwert und stürzte aus dem Tor, um ihn zu verteidigen. Da drang eine flüsternde Stimme aus der Dunkelheit an mein Ohr. Sie war ganz sanft, doch sie verletzte mich schwerer, als es jene Drachenklaue vermocht hätte. Er wusste alles über mich, über meine Freunde und über meine Familie. Er kannte meine intimsten Geheimnisse, die ich niemandem anvertraut hatte. Er versprach mir, mich und Joelaut zu verschonen, solange ich Schweigen bewahre. Andernfalls würde er uns beide und alle, die mir lieb und teuer sind, auf grausame Weise töten. Ich sah keinen anderen Ausweg, als auf seine Forderung einzugehen. Und da trat ein Mann aus den Schatten, der wie ein Inquisitor gekleidet war, doch unmöglich einer sein konnte. Gemeinsam trugen wir Joelaut zum Hospital, worauf Inquisitor Gullivar als Lebensretter gefeiert wurde. Bald darauf begann der Wolf im Schafspelz damit, unschuldige Leute der Häresie anzuklagen und hinzurichten. Als vorgebliche Beweise dienten jeweils Drachenaugen-Rosarien, die zufällig in ihrem Besitz gefunden wurden.
Ich wollte Baron Drillemont alles beichten, doch aus Angst um meine Familie und Freunde traute ich mich nicht. So blieb ich tatenlos, bis Ritter Frenzel angeklagt wurde. Da hielt ich es einfach nicht mehr aus. Ich hatte den falschen Inquisitor zu einem Versteck südlich von hier verfolgt, wo er die Drachenaugen-Rosarien in einer Kiste aufbewahrt. Davon stahl ich einige und versteckte sie in Paketen, die an die Himmelsfähr adressiert war. Wie gehofft wurden sie gefunden und erweckten Zweifel an die Anklage gegen Frenzel und auch an den übrigen Heretikerprozessen. Das ist die ganze Wahrheit. Halone, vergib mir, dass ich nicht früher gehandelt habe. Meine Fresse. So, dann haben wir das ja aufgedeckt. Wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwie muss ich da jetzt raus. Von hier? Ne, andere Seite. Gut, die versteckte Kiste müssen wir jetzt finden. Und da hinten glitzert sie ja schon. So, da haben wir die Drachenaugen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer diese Person genau ist. So, das sind wir wieder. Stur bist du ja, das muss man dir zugestehen. Doch auch ich bin kein Fähnchen im Winde, sondern ein Mann mit Prinzipien. Du verschwendest bei mir nur deine Zeit. Warum trägst du ein Drachenaugen-Rosarium bei dir? Und woher hast du diese Erkennungsurkunde? Warum ist sie blutverschmiert? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung für alles hast. Sonst muss ich dich der Inquisition übergeben. Der Inquisitor soll selbst ein Heretiker sein? Das ist doch unglaublich. Aber die Beweise und die Zeugenaussagen sind erdrückend und lassen keinen anderen Schluss zu. Theo, ich habe dich und deine Freunde wohl falsch eingesetzt. Dafür bitte ich aufrichtig um Verzeihung. Selbstverständlich werde ich euch Zugang zur Sternen Wacht gewähren. Doch zuvor bitte ich dich um deine Unterstützung. Hilf mir und meinen Rittern, den dreisten Betrüger zu stellen und seiner gerechten Strafe zuzuführen. Das können wir machen. Sehr gerne sogar. Die Macht der Drachen. Dieser gottverdammte Heretiker hat uns alle hinters Licht geführt und lauter Unschuldige ermordet. In die tiefsten Abgründe der sieben Höllen soll er fahren. Soeben wurde mir berichtet, dass er bei Schneekleid einen weiteren Schauprozess veranstaltet, um noch ein Opfer zu fordern. Wenn wir uns beeilen, können wir das hoffentlich verhindern. Kann ich auf dich zählen, Theo? Hilf mir, dem dämonischen Treiben des falschen Inquisitors ein Ende zu bereiten. Das machen wir. Wir beeilen uns sogar. So, Schneekleid. Dort hinten. Die Macht der Drachen. Gut, dass wir so schnell unterwegs sind. So, da ist auch ein kleines Lager. Das ist ein Fate. Das Ding lassen wir mal in Ruhe. So, können wir da betreten? Den Kampf, die Macht der Drachen beginnen. Dann mal los.
Du hast nichts zu befürchten, mein Kind. Wenn du frei von Sünde bist, so wird dich Halon in ihren heiligen Hallen empfangen und dir wird ewige Glückseligkeit zuteil werden. Warum tut ihr mir das an, Inquisitor? Ich habe niemals Celian Halones in Frage gestellt oder gegen sie verstoßen. Es reicht, Gulliman. Lass das Mädchen gehen. Baron Dinemont, was bereitet mir die Ehre? Wollt ihr miterleben, wie Halone über diese Heretikerin richtet? Du hast bereits genug Unschuldige in den Tod getrieben, Heretiker. Dieser Abenteurer hat dein falsches Spiel durchschaut. Dein gottloses Treiben hat nun ein Ende. Du hast Hochverrat an Ishgard begangen und unseren Erzfeinden den Drachen in die Hände gespielt. Deine Sünden können niemals verziehen werden. Mach dich nicht lächerlich, Dilmont. Ich schulde Ishgard keine Treue. Mein Gewissen ist absolut rein. Ihr Ritter seid die Sünder. Ihr habt eure Hände mit Blut Unschuldiger getränkt, nur weil sie es gewagt haben, euren heiligen Krieg in Frage zu stellen. Durch euren blinden Glauben und eure festhaltenden, überkommenen Traditionen stürzt ihr das Volk ins Unglück. Wenn ihr Vergeltung sucht, dann kommt ruhig. Ich habe keine Angst vor euch. Mal sehen, wie euer Stahl gegen Drachenklauen besteht. So, der Inquisitor. Nieder mit den Heretikern. Er wird für seine Sünden bezahlen. Da kommen noch ein paar Ads mit dazu. Drachenhund. Okay. Ja, komm endlich. Oh. Es ist ein Drache. Fürchtet euch nicht, bleibt standhaft, das ist eine Illusion. Titan, ich brauche deine Hilfe. Warum fliegt ihr nicht im Angesicht eines Drachen? Weil mir das total egal ist. Ist ja nicht so, dass ich auch mal ein bisschen Heilung benötige. So, der Weaver ist besiegt. Ach Gott, da kommt noch so ein Viech. Was? Warum ist der denn jetzt gestorben? Warum sterben die Leute immer so schnell? Das kann nicht wahr sein. Wie kann während der Fortbewegung nicht ausgeführt werden? Du wirst mich verarschen. Ich hab dem ganzen Vieh hier weggezogen. Thank you.
So, Titan Egi, du bist jetzt mal dafür verantwortlich, dass diese Drummond keinen Schaden bekommt. Währenddessen kümmere ich mich mal um diese Dinger hier. Nein, mach das nicht. Hör auf damit. Da kommt schon der nächste. Titanigi, warum tankst du denn nicht? Der darf nicht sterben. Was willst du denn? Meine Fresse. Stirb endlich, du doofer Drache! Na endlich! Na, ah, die Kraft der Drachen hat mich verlassen. Deine finsteren Ränke haben nun ein Ende, Herr Rittiger. Ha, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe genug Schaden angerichtet und Verwirrung gestiftet. Blut wurde mit Blut vergolten. Bedauerlich ist nur, dass du noch lebst, Abenteurer. Du hast mir mehr geschadet, als alle Ritter Ishgards es jemals vermocht hätten. Doch schon bald werden dich die Drachen der Sternenwacht in Stücke reißen. Dein wohlverdientes Ende ist nah. Sparte deine leeren Drohungen. Du hast heute gesehen, was wir mit deinen Drachen machen. Sie sind unserem Stall nicht gewachsen. Theo, es tut mir leid, dass du und diese unerfreuliche Angelegenheit verwickelt wurdest. Ich werde nun dafür sorgen, dass du deine Suche nach dem Luftschiff ohne weitere Verzögerungen fortsetzen kannst. Lass uns zu deinen Freunden zurückkehren. Wir sehen uns in Weißenfels vorn und besprechen dann alles Weitere. Gut, zur Weißenfelsfront kämen wir allerdings dann in der nächsten Folge erst zurück.
Gut, dann ja, war's das für diese Folge erstmal und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao! Du aber, hör meinen Ruf, sei mein Licht. Sondern auch dazu, mit einer Vergangenheit abzuschließen, die lieber vergessen bleibt.